als macht. Hallo und recht herzlich willkommen an alle Sim-Racing-Freunde vor den Bildschirmen. Wir begrüßen euch heute live zum Saisonauftakt der 13. Saison der VRTCC-Serie der Virtual Racing Touring Car Series, die heute ihren Saisonauftakt in Interlagos in Sao Paulo abhält. Und dementsprechend ja, für zwei spannende Rennen sorgen wird. Und wenn ich sage wir, dann meine ich zum einen natürlich das altbekannte Streaming-Team aus der letzten Saison, also Stefan Pech und Benjamin Krauter. Und heute auch noch unseren Spezialgast Danny Chiusa. Hallo Stefan, hallo Danny, auch an euch heute Abend. Ja, ich sag mal auch, schönen guten Abend. Danke Benjamin für die Worte und gebe gleich mal ab an Danny, unserem Spezialgast. Ja, hallo und schönen guten Tag erstmal. Danke, dass ich heute Abend dabei sein kann. Ich bin auch schon extrem gespannt, wie es heute Abend laufen wird für alle. Ja, also wie gesagt, wir sind in Interlagos und wir wollen nicht lang drum rumreden. Wir gehen gleich mal live in die letzten Minuten des zweiten freien Trainings rein und sehen die ersten Zeiten. Also Wolfgang Dieterich auf der 1, Norman Tuchel auf der 2, Hannes Pfledderer auf der 3 und Michael Bräutigam auf der 4. Bevor wir jetzt aber direkt ins Renngeschehen einsteigen, gibt es natürlich wieder vorab einige Informationen. Dafür schauen wir mal zum Beispiel auf den Rennkalender. Also wie gesagt, der Saisonauftakt heute in
Interlagos. Dann geht weiter in 2 Wochen nach Europa zurück. Italien ruft mit Imola. Dann ein komplett neues Rennerlebnis in Marrakesch auf dem Stadtkurs. Das wird sehr, sehr spannend, wie es dann in Marokko zur Sache geht, denn die Leitplanken stehen da extrem nah an der Strecke. Der vierte Stopp dann in Andersdorp. Brands Hatch folgt als 5. Station. Dann geht es erneut in einen Leitplankenkanal, Monaco. Hockenheim folgt als Deutschlandaufenthalt, Spa-Francorchamps. Hungaroring als Europaabschluss und zum Finale geht es aller Voraussicht nach, der Stopp ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, nach Melbourne, nach Australien. Achso, ja, man sollte natürlich auch die andere Taste drücken, denn kann man vielleicht auch gehört werden. Wir kommen zu den Streckeninfos. Und zwar sind wir heute natürlich auf Interlagos bekannt mit sehr obskuren Namen für die etwaigen Kurven, die ich nicht gerne aussprechen möchte, weil ich mir da sonst irgendwie die Zunge brechen würde. Ja, also die Strecke hat 4,309 Kilometer Länge, 15 Kurven und die schnellste Rennrunde momentan 1:39.347 von Michael Bräutigam. Und Danny, du hast vorhin mit Michael Bräutigam kurz geredet. Wie sieht er denn seine Chancen heute für ein gutes Ergebnis bei seinem Comeback? Ja, also generell sind die AWR-Jungs sehr gespannt auf das Rennen. Ich glaube, das teilen sie auch mit allen anderen Fahrern. Die große Unbekannte, denke ich, beziehungsweise hat mich auch Micha unterstützt in seinem Denken, sind die BMW-Jungs von My3ID, weil die generell noch keine Tracker-Zeiten gefahren haben und die BMWs zwar letztes Jahr schwächer waren als die FEDs hier auf der Strecke, aber man erwartet Großes von den Autos. Deswegen kann man noch nicht genau sagen, was man, wie die FEDs beziehungsweise Avia Racing sich schlagen wird. Als kleine Info, der Herr Schöttler hat mir für das zweite Rennen Gollum Beck oder Böttcher als Sieger genannt. Ja, damit dürften wir auf jeden Fall auf 3 spannende Rennen gefasst sein. Zur Einstimmung gibt es noch ein kurzes Video, nämlich noch eine kurze Streckenvorstellung und dann kommen wir zur heißen Phase im Qualifying zurück. Also bis gleich. Geht's auf eine Runde in Sao Paulo über die Stadt und Ziellinie über 230 km/h beim Anbremsen auf das Senna S runter in den zweiten Gang, links rechts, hier muss man aufpassen, denn die Kurve hängt leicht nach außen weg, dann dieser Linksknick, der geht Vollgas, Curva de Sol, raus auf die Gegengerade, hier geht's wieder hoch bis in den sechsten Gang, weit über 200 km/h, bevor dann hier angebremst wird, die 90 Grad Linkskehre runter in den dritten Gang. Hier muss man auch aufpassen und der Scheitelpunkt direkt ein wenig verpasst, denn auch die hängt leicht weg. Der Linksknick geht wieder voll. 5. Gang, jetzt geht es dann so langsam aber sicher ins Infield. Hier eine Mutkurve, doppel rechts runter in den 4. Und jetzt muss man hier möglichst schnell durchkommen, um dann in die nachfolgende rechts gut anbremsen zu können, runter in den 2. Gang. Hier wird es jetzt etwas langsamer. Die Links mit viel Gefühl am Gasfuß durchfahren. Wieder hochbeschleunigen. Jetzt kommt eine ähnliche Rechtskurve, noch ein bisschen langsamer. Hier geht sogar kurz runter in den 1. Dann raus beschleunigen. Die 90 Grad Linkskurve, ja, sogar ein bisschen mehr. Geht voll, man sollte den Curb innen eigentlich nicht mitnehmen. Dann letzte Kurve. Mal runter in den 2. Gang und hier gilt es den ganzen Schwung mit rauszunehmen, den Berg hoch erstmal raus auf Start und Ziel, bevor es jetzt hier in diesem Knick, die alle voll gehen, nochmal ein Stück bergab geht und man dann wieder mit über 230 km/h Richtung Ziellinie brettert und
Wenn alles optimal läuft, dann eine Rundenzeit von 1:39,3 erreicht und damit eine Runde absolviert hat. Zurück im Qualifying und die ersten Seiten sind gesetzt. Momentan haben wir an der Spitze Marius Golombek stehen, der vor André Böttcher und Michael Schöttler die erste Position innehält und jetzt auch im ersten Sektor eine erneute absolute Bestzeit in den Asphalt bringt. Adrian Kuss ebenfalls schnell unterwegs, auch Schöttler und Roland Mittag auf den Plätzen 3 und 5, momentan auf Persönlichkeitszeiten. Golombek jetzt die Runde, glaube ich, abgebrochen oder es war der vor ihm fahrende André Böttcher. Wir haben hier leider kleinere technische Probleme mit dem TV-Tool. Das heißt, wir sehen die Namen der Leute nicht direkt eingeblendet am Auto. Es dürfte allerdings André Böttcher gewesen sein, jawohl, der seine Runde abgebrochen hat, denn Michael Bräutigam ist der davor platziert. Also wir schalten jetzt mal wieder zu Golombek, der weiterhin auf absoluter Bestzeit unterwegs ist und auch schon eine 39,657 hier momentan zu Buche stehen hat. Ja, jetzt allerdings, so scheint es, hat er die Runde abgebrochen. Ja, und geht zurück an die Ipsengasse. Bräutigam auf der 2 mit absoluter Bestzeit, auch Fangmann auf der 5. Ja, generell ist die Zeit von Marius Golombek schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe vorhin mal über den Stream geschmunzelt von Marc Fangmann. Da habe ich Trainingszeiten erhascht von 39,52. Also Marius hat da noch mal ein bisschen Zeit, die er drücken kann. Bin ich mal gespannt. Auch Bräutigam die Runde mit Bestzeit abgebrochen. Beziehungsweise im Zweitsektor dann keine Bestzeit mehr gehalten und die Runde dann abgebrochen und zurück an die Boxengasse abgebogen. Was macht Marc Fangmann? Eher noch auf persönlicher Bestzeit unterwegs. Aber ich glaube auch eher bricht die Runde ab, jawohl. Also es scheint so zu sein, dass man hier tatsächlich nur eine schnelle Runde fährt und dann sofort wieder zurück in die Box geht und sich neue Reifen aufziehen lässt. Ja, die Regularien sind gleich geblieben. Das heißt, wir haben weiterhin 20 Minuten Qualifying und die Escape-Regel heißt, Fahrer dürfen nicht einfach via Escape-Taste zurück an die Box, sondern müssen auch die Inlap fahren. Also zurück an die Box gehen und dürfen erst dann neue Reifen aufziehen. Das heißt natürlich auch, man hat nur eine begrenzte Anzahl an Turns zur Verfügung. Dani, du bist ja letztes Jahr noch gefahren. Wie ist dann tatsächlich der Unterschied zu einem normalen 30-minütigen Qualifying und jetzt hier 20 Minuten mit Escape-Regel? Macht das was aus? Steht da mehr unter Druck? Ja, also generell ist das natürlich sehr schwer, wie beim One-Lap-Quali, also im Grunde ist dieses Quali fast ein One-Lap-Quali, weil die zweite Runde ist schon meistens immer langsamer mit dem Reifensatz und die zweite fliegende natürlich. Deswegen versucht man seine ganzen Konzentration sofort in die erste Runde reinzustecken und so versucht wirklich gleich eine Top-Runde hinzubringen. Letztes Jahr war es ziemlich schwer, da war es auch sehr, sehr warm auf der Strecke, weil da haben einige auch ihre Hot-Lap-Zeiten nicht geschafft, aber ich glaube, so wie ich es auch gesehen habe im Tracker, haben sich sehr viele extrem vorbereitet, hatten natürlich auch den Vorteil vom letzten Jahr, dass das gleiche Setup haben. Deswegen vermute ich auch, dass hier sehr Zeiten dabei rausspringen, die nah an Hotlap-Rekord dran sind. Du sprichst die letztjährige Qualifikation an, da hatten wir eine 1:39,523 als Polezeit gesetzt von Hannes Pfledderer im Chevrolet Lacetti damals noch. Das Team von Avia Indigo ja auch umgestiegen, was die Fahrzeugwahl anging. Vom Chevrolet Lacetti wieder auf den VW Scirocco, hatten den VW Scirocco ja schon vor zwei Saisons im Einsatz.
Jetzt also mit der Rückkehr von Michael Bräutigam auch wieder die Rückkehr zum VW Scirocco. Das natürlich auch eine interessante Fahrzeugwahl. Da hast du auch vollkommen recht. Letztes Jahr war der Scirocco ja anscheinend so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es waren relativ wenig Fahrzeuge. Da hat es ja letztes Jahr angehutet, als ob wir einen Honda Accord Cup fahren, wie dem Jahr davor zum Beispiel mit dem Cruze. Und dieses Jahr bin ich auch echt überrascht, dass der Scirocco so oft gewählt wurde und dass auch einige Fahrer auf BMW umgestiegen sind, was vermeintlicherweise eigentlich immer der schwerere Weg in Race ist, von FWD auf RWD umzusteigen. Ah, und im zweiten Tableau hat auch einiges getan. Hannes Pfläderer hatte kurzzeitig die Führungsposition inne, wurde aber direkt wieder abgefangen von Marius Golombek, der jetzt schon eine 39,5 zu Buche stehen hat. André Böttcher hat sich wieder vor auf die 3 geschoben, vorbei an Michael Bräutigam, und der jetzt auf persönlicher Bestzeit hat da allerdings Verkehr vor sich. Ich glaube, das müsste ein Fahrzeug, nein, das ist ein Race, B3 Race, nein, heißen ja nicht mehr Racer, nur noch B3 Fahrzeug. Ein B3 Honda aus dem Einser-Team, aus dem frontgetriebenen Team. Und Bräutigam jetzt auch von Schöttler verdrängt, der sich ganz nach vorne setzt. War gerade eben schon mit pinker Markierung unterwegs und setzt sich jetzt also mit 4000stel Vorsprung erstmals auf die Führungsposition. Bräutigam nutzt hier Windschatten, zieht durch. Und Bräutigam geht auf 1. Also da hat sich der Windschatten dann am Schluss tatsächlich noch bezahlt gemacht. Hat da im letzten Sekt nochmal einiges an Zeit rausgeholt. Knappes Zehntel gegenüber Michael Schöttl gewonnen und kann sich da vorerst auf der Führungsposition einsortieren. Norman Tuchel jetzt auch auf absoluter Bestzeit, genauso wie David Crocker auf der 13. Also wir sehen, der erste Turn nicht bei jedem Fahrer optimal. Roland Mittag hat sich jetzt auch auf die 6 nach vorn geschoben mit seinem Volvo S60, der einzig verbliebene S60 im Starterfeld. Auch diese Saison keine direkten Teamkollegen, die ihm Meisterschaftspunkte in Teammeisterschaft einbringen könnten. Ja, Ja, Tuchel hat die Zeit auch wieder verloren. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen dran schuld. Ich habe ja dem Roland, das ist mein Ex-Teamkollege, allein gelassen auf dem Fahrzeug und bin in den R-Faktor-Bereich gewechselt. Aber generell, gerade habe ich mal die Zeiten studiert. Ich muss sagen, es ist ganz schön eng zugeht. Also innerhalb die ersten 3 innerhalb einer Zehntel, dann 4 bis 5. Auch relativ eng zusammen, wobei ich von Hannes und André Böttcher natürlich noch ehrlich gesagt was erwarte. Und ich bin auch ehrlich gesagt überrascht, dass die Zeiten schon so früh kamen. Also dass da wirklich nicht taktiert wird mit seiner Bestzeit, die nochmal am Ende kurz vor Schluss rauszuhauen, sondern dass gleich alle aggressiv rausfahren und ihre besten Zeiten gleich offenbaren. Ja, und es deutet sich schon so ein wenig der Zweikampf, den wir auch für die komplette Saison erwarten dürfen, an. Nämlich My3ID gegen Avia Indigo. Und ja, die beiden Teams haben sich jetzt auch farblich angenähert, denn beide jetzt mit rotem Skin unterwegs, mit roter Fahrzeuglackierung. Avia natürlich vom Sport vorgegeben, das Rot, und My3ID jetzt also vom grünen Fahrzeug umgestiegen auch auf eine rote Lackierung. Und Roland Mittag bleibt auf der 6. Position. Was tut sich dahinter? Masti auf der 13, Marco Schneider auf der 15 mit grüner Markierung. Ron Geretz auf der 16 auch, der kommt jetzt Richtung Start und Ziel. Ja, Ron Geretz auch ein Wiedereinsteiger, während wir Golombek jetzt mit roter Markierung sehen. Da müssen wir also auch ein Auge drauf behalten. Ron Geretz fährt wieder für Gun Racing oder GAN, aber die haben hier zum ersten Rennen noch keine eigenen Lackierungen an den Start gebracht, werden dann vielleicht im Laufe der Saison folgen. Was macht Marco Schneider vom Sim Racing Project Team, die diese Saison
Ja, auch die neu hier in der VR mit dabei sind und auf einem Seat Leon, auf einem konventionellen Benziner unterwegs sind, schiebt sich erstmal auf die 14 nach vorn. Jetzt schalten wir aber zu Marius Golombek. Kommt jetzt Richtung zweite Sektormarkierung. Scheint noch immer schnell dabei zu sein, oder? Er verliert die Zeit nach dem zweiten Sektor. Generell habe ich gerade mal die Tracker-Zeiten herangenommen. Also zum Beispiel der Fabian Werner auf der 15, der könnte nach vorne auch noch aufschließen. Der hat auch eine 39,5 als PB. Thomas Ettig hätte theoretisch auch noch mal so eine 10. bis 2., die er sich verbessern kann. Ansonsten ist, denke ich, die Aufteilung der Top 10 schon relativ gefestigt, muss ich sagen. Also da werden sich klar die Leute noch untereinander verschieben. Aber ich glaube nicht, dass von außen da noch einer zustößt. Ja, wir sehen es auch einblendet, 39 Grad Strecke und 36 Grad Luft. Was haben die hohen Temperaturen denn für Auswirkungen? Machen die das vielleicht auch unmöglich, dass man noch eine zweite Runde fährt, dass da der Reifenverschleiß schon zu hoch ist bei solchen Temperaturen? Lass mich kurz dich unterbrechen. Ich habe es gerade gesehen bei Schötti, also Entschuldigung, bei Michael Schöttler. Schötti ist immer sein Kart-Spitzname. Der hat gerade in seinem Sektor 2 Zehntel gut gemacht auf seine schnellste Rennrunde, also seine schnellste Quali-Runde bis jetzt. Da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Schauen wir Schöttler. Ja, der kommt jetzt dann gleich Richtung Start und Ziel. Und der hat Avia Indigo schon wieder im Dreierzug unterwegs, wie wir es aus der letzten Saison kennen. Aber auch Thomas Ettig auf absoluter Bestzeit unterwegs. Und der kommt jetzt Richtung Start und Ziel schon gebraust und geht erstmal auf die 1. Also nicht schlecht. Das ist eine Fabelzeit für ihn. Das hat er im Vorfeld wohl noch nicht gefahren. Und Schöttler jetzt nur noch auf persönlicher Bestzeit unterwegs. Aber persönliche Bestzeit darfst du auch nicht vergessen. Hier sind die Abstände im 400. Bereich. Wenn der da vielleicht natürlich klar. Ein paar rausholt, dann... Also hat jetzt 16.000 auf seine eigene Zeit, hat aber im letzten Sektor, glaube ich, noch Reserven. Jawohl, und ja, da setzt er eine überlegene Bestzeit, möchte ich fast sagen, mit knapp einem Zehntel Vorsprung. Michael Schöttler, 39,421. Also Schöttler übt wieder die Spitzenposition und verdrängt seinen Markenkollegen Thomas Ettig auf die zweite Position. Und so wie ich das sehe, ist das auch seine beste Zeit, die er bis jetzt gefahren ist. Also mit Hotlap-Zeit aus dem Tracker. Also auch PB für ihn, PB für Thomas Ettig, das... zeigt, dass hier absolutes Top-Niveau herrscht und wenn es um die Wurst geht, sage ich jetzt mal ganz plakativ, dann auch die Zeiten nochmal purzeln können. Wie sieht's dahinter aus? Bräutigam auf der 3, der erste BMW-Pilot mit Golombek auf der 4, Fledderer dann auf der 5, Böttcher 6, Roland Mittag auf der 7 und Marc Fangmann auf der 8. Ja, die Jungs wie Free Alive, Tuchel auf 10, Wernicke auf 12. Ich habe vorhin noch ganz kurz mit Chris Gilches reden können. Der hat auch gemeint, Tuchel und Wernicke motiviert wie seit 2 Saisons nicht mehr. Also von denen erwarten wir uns eigentlich auch noch ein bisschen was, dass da noch ein bisschen vielleicht Richtung Top 8 möglich sein sollte. Ja, bei Marcel Wernicke sollte man auch generell nicht vergessen, das ist ein sehr, sehr starker Rennfahrer. Also wenn es zum Rennen kommt und gesagt wird, halt deine Punkte oder fahr ran, ist er auf jeden Fall immer mit von der Partie. Also der ist wirklich im Rennen sehr überlegen. Timo Wurps jetzt in die Top 8 nach vorn geschoben und direkt wieder verdrängt von Wolfgang Dieterich, der sich auf die 7. Position schiebt und damit den besten 108 Euro R im Feld markiert. Böttcher jetzt auf der 6 mit persönlicher Bestzeit, kommt auch gleich Richtung Start und Ziel. Urps also nur noch auf 9 und Tuchel und Wernicke auf 12 und 13. Böttcher bleibt auf 6 mit gerade mal 2,25 Zehntel Rückstand auf die absolute Bestzeit. Jetzt gibt es hier nochmal haufenweise grüne Markierungen. Also Bräutigam auf persönlicher Bestzeit unterwegs, Timo Wurps ebenfalls. Fabian Werner auf die 12 verbessert, Liebenstein auf der 11 ebenfalls grün markiert. Also ich muss da wird's noch mal spannend. Genau.
Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Wenn ich mir jetzt natürlich angucke, dass auf der 4 und auf der 6 zwei Hecktriebler stehen, dann wird das Rennen, glaube ich, sehr spannend, weil von der 4 hatten wir es letzte Saison auch, dass die Leute mit dem Hecktriebler von dem Startplatz 4 direkt auf die 1 vorgesprungen sind, durch den Vorteil des Hecktrieblers am Start. Und dann wird das ein ziemlich hartes Rennen, denke ich, weil Marius ist natürlich auch ein super Fahrer, hat er schon oft bewiesen. Und so eine Leute zu überholen, kann dann unter Umständen ein unmögliches Unterfangen werden. Ups, hat seine Zeit eingebüßt. Wir schauen zu Michael Bräutigam. Bräutigam bleibt auf der 3, war da direkt vor Wurps unterwegs. Also die Konstanz im Windschatten der Kollegen. Was kann Golombek noch leisten? Kommt jetzt auch hin zur letzten Kurve, bevor sie raus auf. Und Ja. hat sogar ein bisschen Zeit rausgeholt, ne? Ja, 39.000 jetzt Vorsprung auf Michael Schöttler. Der letzte Sektor, ich weiß nicht, welchem Fahrzeugtyp liegt der letzte Sektor eher? Es ist eigentlich nur diese eine Kurve und dann geht's Vollgas erst den Berg hoch und dann den Berg runter. Ja, also generell habe ich mir vorhin auch die Sektorenzeiten im Tracker angeguckt. Oh, Marius direkt auf die 2. Das wird, glaube ich, noch mit 22 Sekunden Rückzeit auf dem Quali wird das, glaube ich, ein sehr spannender Start für uns. Generell der letzte Sektor kann man nicht direkt fahrzeugspezifisch einteilen, sondern eher Setup-mäßig. Es gibt Fahrer, die einen sehr kurzen zweiten, dritten Gang haben und die brillieren dann im letzten Sektor, weil die Rausbeschleunigungsphase halt sehr den kurzen Gang entgegenkommt. Wiederum verlieren sie halt in den anderen Sektoren, so wie Michael Schöttler zum Beispiel. Da habe ich eine 24-2 im ersten Sektor gehabt, die eine Zehntel langsamer war als seine Teamkollegen. Im Mittelsektor 3 Zehntel sogar langsamer, aber dafür sage und schreibe im letzten Sektor 4 Zehntel aufgeholt. Ich bin höchst unterhalten, muss ich ehrlich sagen. Wir kommen zur Qualifizierungsplatzierung. Auf Platz 1 Michael Schöttler, auf Platz 2 Marius Golombek, auf der 3 Thomas Ettich, auf der 4 Michael Bräutigam, auf der 5 Hannes Fledderer, auf der 6 André Böttcher, auf der 7 Wolfgang Dietrich, auf der 8 Norman Tuchel, auf der 9 Marco Schneider und die Top 10 Abrundung macht Markus Liebenstein. Ja, weiter geht's auf Platz 11 für Roland Mittag, der dann doch noch zum Ende hin zurückgefallen ist. Timo Wurps auf der 12, Marc Fangmann nur auf der 13. Wenn man sich das Ergebnis seiner beiden Teamkollegen anschaut, dann wird er da wohl etwas enttäuscht sein. Fabian Werner auf der 14, komplett Neueinsteiger Johannes Simon auf der 15, Marcel Wernicke auch nur auf der 16, aber du hast es ja vorhin schon angesprochen, Danny, der wird dann im Rennen wahrscheinlich nochmal zulegen können. Marcel Thie auf der 17, David Crocker auf der 18, Ron Garretts auf der 19, Thomas Kiefer, darüber haben wir ja noch gar nicht geredet, Thomas Kiefer, also auch jetzt mit seinem Bruder Georg im eigenständigen Kiefer Racing Team, umgestiegen vom ja, Volvo bzw. Honda auf den BMW, also diese Saison auch im heckangetriebenen Fahrzeug unterwegs. Auf der 21 dann Adrian Kuss, René Beitz auf der 22, Gabriel Fürstner auf der 23, Sebastian Kühn auf der 24 und Georg Kiefer rundet das Ergebnis ab auf dem 25. Platz. Ja, und da werden die Zeitenabstände doch dann etwas größer. Aber insgesamt muss man sagen, also Top 10 wieder in 3 Zehnteln, das ist schon eine Ansage, was die Leistungsdichte angeht. Ja, also wir haben noch 8 Minuten im Warm-up auf der Uhr. Wir nutzen die Zeit kurz, um noch einmal den Trailer einzuspielen und sind dann gleich zurück. Und dann geht es auch in die beiden Rennen, wo es dann richtig, richtig spannend werden sollte. Bis gleich.
Ja, wir sind zurück, haben noch knapp 7 Minuten auf der Uhr und wir sehen eine Überraschung, nämlich eine feuchte Piste hier im Warm-up. Nicht, dass es hier gleich im Rennen noch eine Wetterlotterie gibt. Also das würde natürlich noch etwas mehr Würze in die beiden Rennen gleich reinbringen, sollte es hier zu Rennbeginn vielleicht feucht sein. Ja, jetzt also dann die Möglichkeit für die Fahrer, sich vielleicht noch etwas auf diese Bedingungen einzustellen. Ich glaube nicht, dass im Vorfeld jemand ernsthaft sich schon ein Regensetup zurechtgelegt hat. Das denke ich auch nicht. Generell ist die Einstellung zum Regensetup, wenn es jetzt wenig regnet, nicht ganz so schwer. Da macht man eigentlich nur mehr Luft rein und ein bisschen mehr Fahrzeughöhe, ein bisschen leichtere Federn. Aber ich denke, wenn es richtig anfangen sollte zu regnen, haben die Fronttriebler natürlich den hausgemachten Vorteil gegenüber den Hecktrieblern. Und ja, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Wie sehen denn eigentlich eure Tipps so aus, wer das erste Rennen sozusagen, das Eröffnungsrennen gewinnt? Wie sehen denn deine Tipps aus, Benjamin, oder deine, Danny? Ja, ich bin etwas überrascht von der Pole Position von Michael Schöttler. Der hat mich doch stark überzeugt hier im Qualifying. Ich hätte eher mit seinem Teamkollegen, mit Hannes Pfledderer, dem Vorjahres Pole Position Inhaber und Michael Bräutigam gerechnet. Also Schöttler stark unterwegs, aber ich denke fürs Rennen, ja, Golombek auf der 3 ebenfalls stark und Ettich auf der 3. Also ich setze mal auf Thomas Ettich, der hat einen runden Fahrstil, will ich es nennen, und kann sich vielleicht von der 3 da nach vorn hangeln. Ja, also ich setze einfach mal meine Karten auf den Schötti. Sage ich jetzt einfach so aus dem Bauch heraus. Mal sehen, Also, ob es was wird. du nimmst sozusagen die Einfachsvariante, ja. Genau. Ja, in der letzten Saison habe ich mich ja schon des Öfteren verzockt und denke mal, auch dieses Jahr wird es bei mir wahrscheinlich nicht anders werden, aber ich bin so der Typ, der sagt, ich gehe Risiko und ich weiß, dass der Marc Fangmann mehr kann als wie seine Platzierung im Qualifying und ich denke, dass Marc da irgendwie vorne noch mitspielen wird. Also mutiger Tipp von dir, Stefan. Und ja, weisen noch mal ganz kurz darauf hin, dass wir natürlich auch im Chat zugegen sind. Der Stream ist kurzfristig auf Stream 3 übergesiedelt. Wir sind allerdings noch im Chatroom für Stream 1. Also, wenn jemand vorbeikommen will und Fragen stellen kann, kann er sich oben auf der MultiBC-Seite in den Chat einloggen und dann in den Livestream Einzelraum kommen und da seine Fragen stellen. Ja, David Reinke war so nett, uns wieder die Folien zu machen und er hat sogar noch etwas draufgelegt zum Kalender und zu den Streckeninfos, nämlich auch noch die Abschlusstabellen aus dem letzten Jahr und die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also, wir sehen nochmal Beginn der neuen Saison die Abschlusstabelle der vergangenen Saison. André Böttcher war also der Meister der 12. VRTCC-Saison. Einer überragenden Saison hat er am Ende relativ souverän vor seinem Teamkollegen Marius Golombek und vor Hannes Pfledderer den Meistertitel einfahren können. Es war sein erster Meistertitel und deswegen umso umjubelter, gerade auch deshalb, weil i3ID den kompletten Sweep hingelegt hat, auch die Teammeisterschaft für sich entscheiden konnte. Da natürlich an der Seite von Marius Golombek und von Marc Fangmann. Und da folgt auf den Plätzen Indigo Racing und RS Honda 1. Ja, in der neuen Saison werden so die Karten neu gemischt und jetzt sind es noch ja, 2 Minuten bis zum Rennstart etwa. Und so langsam aber sicher fängt es auch bei mir etwas an zu kribbeln. Also die Spannung ist schon extrem hoch. Wir Ja, sehen die Zeiten im Warm-up. generell bin ich auch gespannt. Letztes Jahr im Rennen gab es ja einige Unfälle, wie sich dieses Jahr verhalten wird.
dadurch, dass jetzt, sage ich mal, dass die ersten 10 wirklich, wirklich richtig gute Fahrer auch dabei sind, glaube ich, dass das ein sehr sauberer Start wird, aber hart umkämpft in den ersten Runden. Da wird sich, glaube ich, nicht jemand sofort absetzen. Solange, der Tipp gilt natürlich, solange es trocken bleibt. Ja, aber ich sag mal, in Adelaide konnte man das sehen, da waren unter den ersten 10 auch Top-Fahrer und da hat es denn den René Beitz erwischt. Also ich denke mal, man sollte da in der VRTCC wird zwar immer gesagt, oh, wir fahren fair und wir sind auch professionell und da bieten dieses ja auch immer wieder, bei jedem Rennen kann man das sehen, wie die Leute ihre Autos topmäßig um die Strecke herum bugsieren, aber Kontakte sind immer mit dabei und auch so würde ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich sage mal, hier Interlagos ist so ein Ding, kann sein, dass der Erste sich hier gleich versucht abzusetzen und zwei, drei ihm folgen werden und dann vielleicht so ein Zwischenraum entsteht, aber wie gesagt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, das Senna ist natürlich auch nichts unheikel. Zum einen der Anbremse, die so leicht schon nach links weghängt und dann auch im Senna S selber die beiden, die Links-Rechts-Kombination ja leicht abschüssig nach außen hin. Wir haben es in der Formel 1 öfters gesehen in Sao Paulo, dass da durchaus mal der ein oder andere Startcrash stattfinden kann. Wir wollen es natürlich nicht beschreien, aber die Möglichkeit besteht natürlich immer. Jetzt beim fliegenden Start vielleicht das Risiko nicht ganz so groß, gerade auch, weil der Führende natürlich den Reaktionsvorteil auf seiner Seite hat. Ja, Das jetzt geht's Schönste an der also. ganzen Sache, genau, wolltest du gerade sagen, das Rennen fängt jetzt an. Genau, jetzt geht's gleich los. Wir haben noch ganz kurz die Zeit für ein weiteres Mal den Trail, um ein weiteres Mal den Trailer zu zeigen und sind dann mit der Einführungsrunde und dem Rennstart zurück. Bis gleich. Ja, wir sind zurück und die ersten Fahrer haben in der Aufstellung Platz genommen. Also das erste Rennen wie immer fliegend gestartet. Das heißt, die Fahrer werden sich gleich in eine Einführungsrunde begeben, versuchen, die Reifen und Bremsen auf Temperatur zu bekommen. Und das könnte gar nicht so wichtig sein, denn im Vergleich zum Qualifying haben wir doch einen rapiden Temperatursturz hier in Brasilien hinnehmen müssen. Nur noch 21 Grad Luft und 26 Grad Streckentemperatur im Vergleich zu den 40 Grad Streckentemperatur im Qualifying natürlich schon ein kleiner Unterschied. Leider mussten wir auch eine Provisional schon zu verzeichnen haben, und zwar der Andreas Meyer, leider Gottes aus Zeitmangel, musste ja seine Provisional schon ziehen und damit schon mal eine abgeben. Provisional können die Fahrer ziehen, wenn sie halt keine Möglichkeit haben, pünktlich an diesem Rennen teilzunehmen und somit auch nicht in die Wertung kommen mit diesem Rennen, als Notnagel, damit man irgendwie Punktabzüge oder Strafpunkte kassieren muss.
Ja, man hat natürlich durch das Provisional oder durch Provisional und Streichergebnis den Vorteil, dass man durch ein Fernbleiben nicht automatisch aus dem Meisterschaftskampf raus ist. Wir haben es ja letzte Saison bei André Böttcher gesehen, der auch ein Rennen pausieren musste und trotzdem den Meistertitel einfahren kann. Wie ich finde, eine gute Lösung, und ja, man behält das jetzt seit mehreren Saisons so bei, und das hat sich auch bewährt. Und wir sehen an der Spitze, wie vorhin vielleicht auch ein wenig angekündigt, Rot in Rot in Rot. Wir haben also Xavier Rot-Weiß vor dem My3ID, ja, etwas helleren Rot-Schwarz-Weiß vor dem weiß-roten, vor der weiß-roten Lackierung von Thomas Ettich. Ich sehe mich leider nicht in der Lage, den Teamnamen von Thomas Ettich ordentlich auszusprechen, deswegen lassen wir das jetzt mal beiseite. Aber er fährt mit seinem ungarischen Teamkollegen, mit Johannes Simon, in einem Team. Also diese Saison nicht mehr unter der Flagge von RS Racing, sondern jetzt mit eigenständigem Team unterwegs. Und jetzt geht es dann langsam ins Double-File. Also nochmal die Startaufstellung. Schöttler auf der 1 im VW Scirocco vor Golombek im BMW. Dann wieder ein Scirocco mit Ettich. Bräutigam auf der 4, Pfleiderer auf der 5, alles Sciroccos. Dann kommt Böttcher auf der 6. Oder hat sich das gerade umgedreht? Böttcher müsste eigentlich trotzdem die 6 innehaben. Ja, Böttcher auf der 6 und Dieterich auf der 7. Dieterich hat nur gerade momentan bessere Position, weil er näher aufgerückt an seinen Vordermann erscheint. Also Dieterich auf der 7 und dann dahinter Tuchel auf der 8. Ja, jetzt also gleich dann Rennstart. Double File Formation eingenommen. Jetzt geht es noch runter Richtung Senke und dann am letzten Startplatz darf das Rennen freigegeben werden. Wie entscheidet sich Schöttler? Er gibt das Rennen, glaube ich, schon frei. Jawohl, die Fahrzeuge scheren aus und Schöttler konnte seinen Vorteil da ordentlich ummünzen. Bleibt auf der 1. Golombek verteidigt auch den zweiten Platz. Dahinter wird es eng. Da ist Bräutigam ungefähr geht ganz innen über den Körper gegangen. Aber ich glaube, es kommt alles durch. Keine Dreher. Perfekt, muss ich sagen. Ja, auch im hinteren Feld eine Dreher. Und vorne hat sich nicht getan. Ettich auf der 3. Bräutigam auf der 4, aber André Böttcher vor auf die 5 und könnte jetzt vielleicht sogar angreifen Richtung Bräutigam. Geht er da innen rein? Nein, er steckt nochmal zurück. Oh, ich glaube vorne gleich um die Spitze gekämpft. Da ist nämlich jemand ein bisschen zu weit rausgekommen. Oder? Ja, und André Böttcher muss sich jetzt verteidigen gegen Hannes Pfleiderer. Bleibt aber auf der Innenspur. In dieser Doppelrechts, die dann in dieser langsamen Rechtskurve mündet, also eigentlich fast eine Dreifach-Rechtskombination, die da hintereinander folgt. Ja, und Böttcher immer wieder ein bisschen ab von der Ideallinie, kämpft da ein bisschen, momentan noch. Ja, generell die Kombination nach dem ersten Sektor ist sehr, sehr zweikampfoptimiert, würde ich sagen. Da kann man ordentlich die ganze Zeit too wide fahren, bis fast an diese Ecke hier. Und dann muss man sich halt einigen, dass er durch die Kurve geht. Ja, und jetzt hat Schöttler doch eine kleine Lücke rausfahren können auf Marius Golombek. Natürlich auch wichtig hier auf das elendlange Vollgasstück, das runtergeht dann bis zum Senna S, Besonders Thomas der Ettich nicht ist im eigentlich noch Windschattengebiet. relativ nah hinten dran. Und zeigt sich natürlich schon mal. Also, man muss auch sagen, war sehr sauber von unserer Sicht aus die erste Runde, oder? Ja, absolut sauber, also gab es keine Querelen, keine Riffeleien. Es fällt auch noch kompakt zusammen. Wir sehen es hier einmal vorbeifliegen. Ja, und Ettich jetzt wieder dran bei Golombek hinter im Kofferraum des BMWs. Michael Bräutigam jetzt aber schon ein kleiner Abriss zu André Böttcher. Also wir haben es gesehen, André Böttcher hat in der ersten Runde ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ja, bekommt hier auch und ordentlich. Fledderer Und da geht geht der rein. Fledderer. Ah, leichter Kontakt, aber nichts passiert.
Böttcher kann sich vorne behaupten. Und Tuchel auch schon auf 7. Also Tuchel eine Position gut gemacht am Start. Wolfgang Dieterich hat da einige Plätze verloren. Von der 7 zurück auf die 10. Position. Da konnten auch Markus Schneider und Markus Liebenstein profitieren. Ja, und Marcel Wernig momentan einen Platz gut gemacht. Fangmann auf der 13. Also dein Tipp, Stefan, bisher noch nicht so hundertprozentig aufgegangen. Ey, ich wusste es schon, dass du es ansprichst, Benjamin. Von daher habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwie sowas kommen kann. Aber ich sag mal, wir sind erst in der dritten Runde, es ist noch ein bisschen Zeit, also warten wir. Auch wenn jetzt Michael Schüttler gerade hier die schnellste Rennrunde und zeigt, endlich geht 1,40. Rechter Kontakt, Golombek, wie geht das aus? Und endlich vorbei an Golombek. Ettich vorbei an Marius Lombeck und sichert sich damit die zweite Position. Lombeck muss aufpassen, auch Bräutigam drückt von hinten. Er wird kampiert vielleicht Richtung Fahrbahnmitte. Und da kommt aber der andere Böttcher auch schon direkt von hinten angeschlossen. Uiuiui. Und gleich der Hannes Wetterer auch dabei. Auch wieder. Ja, und jetzt ist auch Böttcher wieder voll dran an Bräutigam. Der muss jetzt aufpassen, will natürlich von vorbei an Golombek, gleichzeitig aber auch nicht von André Böttcher überrumpelt werden, was sehr, sehr schnell mal passieren kann. Wenn man da so ein Sandwich mit raus und die BMW-Fahrer nicht mehr glauben. Oh, und da hat Hannes Schlederer Kontakt zwischen Bräutigam und Golombek. Ja. Ging noch halbwegs glimpflich aus, also Golombek kann sich da halbwegs retten. Wie sieht es positionsmäßig aus? Golombek bleibt auf der 4. Böttcher und durch die Schrift. Uiuiui, Bräutigam gegen Böttcher. Beinhardt, da geht's jetzt in diese Vollgas zu. Und Bräutigam kann sich außenrum vor Böttcher einsortieren. Und Norman Tuchel ist auch gleich wieder mit dran. Also der hat gerade Platz verloren. Ja, also hier geht's drunter und drüber schon zu Rennbeginn. Das ist das, was wir erwartet haben. Viel, viel Action. Vielleicht das ein oder andere Überholmanöver. Ja, das war natürlich gerade eine glückliche Situation, wo Bräutigam Golombek da leicht hin an der Ecke erwischt hat. Profitieren konnte natürlich André Böttcher und auch Hannes Lederer, der sich jetzt auf die 4 nach vorn arbeiten konnte. Also Böttcher jetzt vor Lederer, Golombek und Bräutigam, der da aus der Situation dann am meisten Plätze verloren hat und sie jetzt sogar aufpassen müssen, dass nicht nochmal ein Glauben noch vorbei zieht. Mit Schatz ansaugen. Ich denke auch, er wird nicht vorbeigehen. Genau. Jo. Aber auch die Außenlinie ist da sehr gut, aber jetzt für den Rasen. Wir werden sehen, gleich die nächste. Oh, da geht er mal weit. Roland Winter gerade, glaube ich. Ja, da ist aber auch erst normal auf der Strecke. Da gab es auch, glaube ich, noch eine kleine Berührung mit Wolfgang Dieterich im Hintergrund zwischen Mittag und Dieterich und Wernicke. Kann da vielleicht profitieren. Jetzt erstmal hier Marco Schneider vorbei an Norman Tuchel. Das war und aber Tuchel auch nicht direkt wieder. Feine englische Art, muss man sagen. Generell muss ich sagen, eignet sich hier schon eine leichte Vorentscheidung an zum Rennsieg. Michael Schöttler und Thomas Etti können sich beide locker absetzen, während das Feld im Hintergrund sozusagen um die Plätze kämpft. Und hier haben wir auch verpasst, wie Hannes Pfledderer sich an André Böttcher vorbei arbeitet. Also es scheint sich zu bewahrheiten, was von vornherein so ein wenig angedeutet wurde. Die Sciroccos für die Renndistanz sehr, sehr stark und Schöttler und Ettich haben jeweils 2 Sekunden Luft nach hinten und nach vorne. Und Hannes Pfledderer hat es also auch vorbeigeschoben an André Böttcher, der jetzt auf Platz 4 der beste heckangetriebene Pilot momentan ist. Dahinter sein Teamkollege Golombek, dann Bräutigam auf der 6, der sich jetzt wieder etwas freischwimmen konnte von der Verfolgertruppe um Markus Schneider, Norman Tuchel und Markus Liebenstein. Ja, generell muss man auch sagen, dass es von vorne heiß hergeht, aber so nicht so die Position ab 10 beobachte, ist dort alles ziemlich fest. Marcel Thiem mit kleinem Ausflug, sorry, wenn ich mich unterbreche, hat da, glaube ich, eine Position an Wolfgang Dieterich wieder abgeben müssen.
Ich sag mal, wenn ich mir auf meiner Geheimkamera von Mark Fangmann mir das Bild nebenbei aus der Onboard-Perspektive noch angucke, denke ich mal, tut er sich ein bisschen schwer, um an Wernicke vorbeizukommen, wo Wernicke auch mit Fabian Werner im Infight hängt und alles so Und rostig, alles hinterherzieht. ja, da gab es auch eine leichte Berührung zwischen Fabian Werner und Marcel Wernicke. Also Wernicke, da hat auch aggressiv innen reingebremst. Dann war die Linie allerdings schon zu. Aber mit dem Fronttriebler kann man so einen leichten Schubser natürlich deutlich einfacher abfangen als mit einem heckangetriebenen BMW zum Beispiel. Also das Mittelfeld liegt noch sehr eng zusammen, aber die richtigen Überholmöglichkeiten gab es jetzt nicht. Roland Mittag schert da hinten nochmal aus, aber wir schalten wieder vor Richtung Spitze. Denn Hannes Plätterer, der kann sich nicht absetzen von André Böttcher. Also Böttcher bleibt da erstmal in seinem Schlepptau. Wir haben jetzt leider auch nicht gesehen, wie das Überholmanöver dann kam. Ob Böttcher da vielleicht einen kleinen Fehler eingebaut hat und Plätterer so durchschlüpfen konnte. Oder ob er jetzt einfach den Speed vielleicht nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so gehen kann. Hannes Plätterer. Ja, generell ist es jetzt interessant zu beobachten, wie sich die Reifen verhalten. Also man muss im Race-Ziel sagen, dass man am Anfang zu viel pusht, der Reifen über die Renndauer extrem abbaut und hier geht's. Bräutigam vorbei, vorbei. Weg. Ja, das war ziemlich wehrlos, muss man sagen. Da hat der Michael, glaube ich, einfach. Ja, also ich glaube, er hat ihn einfach gerumpelt mit einem sehr späten Bremsmanöver. Ja, das ist doch gerecht. Ja, und für Golombek geht nach Platz 2 im Qualifying doch jetzt Schritt für Schritt nach hinten. Nur noch auf P6 und auch Marco Schneider drückt da schon von hinten in Seat Leon. Und klopft da so langsam aber sicher an. Was tut sich an der Spitze? Ich kann da so langsam aber sicher Zehntel für Zehntel abknabbern. Hat nur noch 1,5 Sekunden Rückstand auf Michael Schöttler und sich da vielleicht nochmal ranrobben. Wir werden sehen, wer von den beiden Piloten vielleicht etwas reifenschonender umgeht mit dem Pneus am VW Scirocco und dann vielleicht zu Rennende. 13 Runden haben wir ja heute zu absolvieren. Noch einen Zahn legen kann. Ja, man konnte so beobachten, dass der Thomas Eddig pro Runde etwa 1-2 Zehntel schneller war. Aber wie du schon schön gesagt hast, kann es sein, dass Michael Schöttler Reifen spart. Seine letzte Runde war auch nur eine 41.0, davor ist er eine 41.6 und eine 41.9 gefahren. Vielleicht will er auch gucken, wie stark Thomas Ettig natürlich nach dem Sieg greifen möchte. Vielleicht reicht es Thomas Ettig jetzt auch erstmal im ersten Lauf auf einen guten zweiten Platz zu fahren. Ja, Kampf um Platz 3. Hier wird von den BMWs jeder quasi der weite Gang über die Curbs bevorzugt. Ja, wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, ob das so erlaubt ist, so weit herauszufahren. Weil normalerweise gibt es die Regel, dass zwei Reifen immer innerhalb der Streckenbegrenzung bleiben müssen. Und wenn man da komplett einmal mit vier Reifen rausfährt, hat man natürlich auch einen sehr schönen Winkel zum Einbremsen in die nächste Kurve. Das ist halt, ja, werden wir dann sehen am Ende vom Rennen, beziehungsweise in der Reko, ob das dann so erlaubt ist oder akzeptiert wird. Ja, Golombek und Schneider jetzt hier im Kampf um Platz 6. Also Golombek kommt da auch nicht mehr ran an Bräutigam, Böttcher und Flederer. Oh, und wie da sieht's davon jetzt André aus? Tackle. André versucht's aus, kommt quer, aber ich glaube, da ist jetzt das auch wieder ist abgeladen. Aber muss gucken, was jetzt Michael Bräutigam macht. Der hat natürlich mehr Speed jetzt und nimmt den Witschert mit. Ja, der kleine Rutscher da hat Böttcher im Senna S einiges an Schwung gekostet. Und wenn man da auf ungünstig auf die Außenbahn kommt, dann passt der Winkel für die Curva do Sol. Diese langgezogene Linkskurve nicht mehr optimal und man muss da leicht vom Gas gehen. Ja, ich denke mal, Bräutigam nutzt jetzt seine Chance und wird in der nächsten Runde, weil das auch für ihn schon wie auf dem Silbertablett praktisch noch präsentiert wurde. Und denke mal, da wird er schon.
versucht. Ja, man darf jetzt aber auch natürlich ähnliches nicht vergessen, Manöver. Nein. Dass noch mal André Böttcher mit einer der besten Sim-Racer der Welt ist und dort sich, glaube ich, nicht die Mutter von der Stulle nimmt. Ja, aber man hat gesehen, dass der BMW gerade bei dieser Situation vorne doch ziemlich weit ausholt und die Berechnung, sage ich mal jetzt als Ex-Fahrer, doch ziemlich gleich ist, wenn ich sehe, dass mein Vordermann immer wieder diese gleiche Situation fährt, ist da bestimmt irgendwo die Möglichkeit, die Lücke öffnet sich sehr schnell, da hineinzustecken. So wie du hast natürlich vollkommen recht. Ich sehe, habe gerade gesehen, dass Markus Schneider an Marius Golombek vorbeigegangen ist, weil Marius viel zu weit rausgekommen ist. Ich bin auch sehr positiv überrascht von Markus Schneider, dass er so in Speed mitgeht mit dem Seat. Wobei jetzt der Konter kommen dürfte. Ja, ja, außenrum versucht Beck jetzt. Kann er da so viel später bremsen, dass das funktioniert? Es sieht auf den ersten Blick so aus, hat jetzt gleich der Marco erreicht, er muss zurückstecken. Mitgenommen. Also das war wirklich gut von Marco vorgedacht. Er hat nämlich sehr eng den Körper genommen und so sehr, sehr früh das Gas mitgenommen. Jetzt kommt doch aber auch wieder, ist das Norman Tuchel dahinter? Genau, ja, Norman Tuchel. Der wird jetzt seine Chance aber auch nutzen. Zeigt sich schon mal. Also wir sehen ein missglückter Überholversuch in Senna. Es kann ganz, ganz schnell zu bösen Nachfolgen dann auf der Gegengeraden führen. Und hier entwickelt sich jetzt aber langsam, aber sicher ein richtig harter Dreikampf. Und auch an der Spitze wird es immer, immer enger. 9 Zehntel sind es nur noch, die Thomas Ettich Rückstand hat auf Michael Schöppler. Also der darf sich jetzt nichts mehr erlauben. Kein Fehler, kein kurzer Bremser. Da sehen wir, der VW Scirocco von Hannes Pledderwart auf dem Stahlke übersteuernd eingestellt. Also da zum Kurvenscheitelpunkt hin ein schöner Drift und da wird das Heck dann vom frontgetriebenen Fahrzeug um die Kurve gezogen. Ja, ich bin mal gespannt. Also das scheint hier, dass der André ein bisschen schneller kann als der Hannes und der Michael Bräutigam noch schneller kann als der andere. Ich glaube auch, dass Michael sich da nicht, ehrlich gesagt, lange aufhalten lassen möchte, weil er noch so ein, zwei Plätze erreichen könnte. Ja, 3 Runden sind hier gleich noch, wenn sie über die Linie kommen. Und wir müssen zur Spitze schalten, denn Thomas Ettich hat den Rückstand auf 6 Zehntel verkürzt. Also 2 Sekunden waren es nach der zweiten oder dritten Runde, jetzt sind es noch 6 Zehntel. Thomas Ettich hat also die Lücke fast komplett zufahren können auf Michael Schöttler und es sieht so aus, als ob wir jetzt für die letzten 3 Runden noch einen spannenden Fight um den Sieg miterleben dürfen. Was passiert im Kampfplatz 3? Immer noch das enge Pakt, aber Bräutigam hat jetzt eine minimal kleine Lücke, die er wieder schließen muss und ja auch Markus Schneider kommt nach und nach auf und robbt sich ran, krallt sich fest am Heck von Michael Bräutigam. Golombek muss sich dessen nach hinten orientieren, hat also jetzt auch schon Norman Tuchel im Nacken, der da bis auf ein Händler ran ist an den My3ID-Piloten. Wie sieht's im sonstigen Feld aus? Vielleicht mal eine kurze Bestandsaufnahme. Also wir haben in Top 8 also mit Norman Tuchel den abschließenden Fahrer, der dann aller Voraussicht nach, ja, entweder er oder Golombek wohl die Pole Position für Lauf 2 innehaben werden, denn Roland Mittag hat da doch schon 4 Sekunden Rückstand. Dann auf der Liebenstein auf der 11, Rich 12, Fabian Werner, T auf der 13, Wurps 14, Fangmann kann sich nicht nach vorn, nicht großartig nach vorn, Schiff der 15 immerhin jetzt vorbei an Wernicke und das restliche Feld wird angeführt von Johannes Simon und ja, Ettich jetzt komplett dran. Also ich bin ehrlich wirklich überrascht von Ettich seinem Rennspeed. Das hätte ich nicht so gedacht. Ich hätte eigentlich wirklich, wie mein Tipp auch eigentlich war. Oh, oh, oh. Der Bremser von Bött und Bräutigam zieht durch. Und Schneider hängt auch schon hinten dran. Ja, das kann wahrscheinlich sein, dass die Reifen einfach von André, also von André Böttcher, die Hinterachse mittlerweile kaputt sind, weil man hat auch gesehen, dass er relativ oft ins Slide kommt. Das ist natürlich auch wieder ein Laster, der BMW hat einen sehr hohen Reifenverschleiß auf der Hinterachse. Mal sehen, ob er es noch retten kann, seine Position.
Ja, und Ettich war hier schon auf ein Zehntel dran, hat jetzt allerdings wieder eine größere Lücke. Ich glaube, da gab es schon einen kleinen Infight mit Schöttler. Vielleicht auch hin zur, ja, hin zum Anbremsen nach der Gegengerade. Aber so wie es aussieht, lässt sich André Böscher nicht mit seinem Platz zufrieden geben. Er hat da nochmal richtig, sieht man auch, wie aggressiv er wirklich in die Kurve mit dem Auto reinfliegt, förmlich. Ja, auch Flederer hat zumindest gerade wieder einen Quersteher in dieser leicht links bergab und dann hoch wieder ein Stück bergauf Kurve, die da so mit gefühlvollem Gasfuß gefahren werden muss. Und jetzt geht's wieder raus auf Start und Ziel. Ich denke, Schöttler hat jetzt mit den 9 Zehnteln, die er momentan inne hat, genügend Polster für die letzte Runde. Dass wir uns hier den Kampf werden. Jetzt über Böttcher aufpassen, denn jetzt hängt Marco Schneider gehörig im Heck des BMWs. Davor genau, aus. Ich denke mal, der Seat ist zu schwach auf kein den Angriff. Über den BMW. Böttcher wieder sehr, sehr schwach auf der Bremse. Dahinter Golombek und Tuchel weiter auf der 7. Ja, ich denke, die Vierergruppe hier wird nochmal richtig spannend mit dem Norman Tuchel und Marius Golombek dahinter. Wobei ich an Norman Tuchels Stelle nicht verstehe, warum er überholen möchte. Weil so würde er gleich von der Pole Position starten, bei dem Rennen, was stehend gestartet wird. Was von den meisten Fahrern, die BMW gefahren sind, bei der Lieblingsposition natürlich ist. Ja, aber ich denke mal, der Norman wird sich wahrscheinlich denken, Mensch, der Golombek war schon in der Vorsaison mit My3D ja wunderbar, immer schön vorne mit dabei. Also auch das gleiche Auto in dem Sinne, die gleichen Möglichkeiten und vielleicht auch der bessere Starter von beiden. Ne? Ja, ist natürlich die Frage, wenn BMW neben sich direkt stehen hat, da kommt es dann auch auf Reaktion und ja, den tatsächlichen Stockgang selbst an. Und da haben die My3ID-Jungs im letzten Jahr schon einiges hingezaubert, was das Starten an. Aber Michael Schöttler wird hier den ersten Lauf gewinnen, hat jetzt noch diesen Vollgasknick vor sich, bevor es bergab Richtung Start- und Zielgerade, Richtung Start- und Ziellinie geht. Gratulation an ihn. Das sah nach einem fehlerfreien Rennen aus, auch wenn er da zwei Runden vor Schluss doch noch mächtig ins Schwitzen kam. Denn Thomas Ettich auf Platz 2 hat mächtig aufgedreht. Verdienter zweiter Platz für ihn. Gratulation auch an ihn. Dahinter dann Thomas Flederer und Michael Beutigam, die das sehr, sehr gute Avia Indigo Racing Team Ergebnis abschließen. Auf der 5 André Böttcher, die 6 für Marco Schneider. Auf Platz 7 sehen wir Marius Golombek, der nach seinem zweiten Platz im Qualifying wahrscheinlich nicht zufrieden sein wird. Achter und damit Pole Position gleich für den zweiten Lauf für Norman Tuchel auf der 9, Roland Mittag und die Top 10 schließt Markus Liebenstein. Die Nummer 11 wird belegt von Wolfgang Dieterich, die 12 von Marcel T, 13 Fabian Werner, 14 Timo Wobs, 15 Marc Fangmann, auf der 16 Marcel Wernicke, auf der 17 Johannes Simon, auf der 18 Adrian Kuss, auf der 19 David Krocker, auf der 20 Thomas Kiefer. Auf ja, der 21 geht's. René Beitz, auf der 22 Sebastian Kühn, auf der 23 Georg Kiefer, auf der 24 Gabriel Fürstner und das Feld komplett macht auf der 25 Ron Geritz. Ja, ich denke, die Kiefer-Brüder haben sich den Umstieg auf den BMW auch etwas einfacher vorgestellt, vor allem nach dem guten Ergebnis im Pre-Quali in Oschersleben, wo sie beide in den Top 10 waren, glaube ich, oder Georg knapp außerhalb, jetzt mit den Plätzen 20 und 23 dann doch etwas weiter abgeschlagen. Ja, der Georg hatte mir gesagt, dass sie schon damit gerechnet haben, dass sie im Rennen leichte Probleme haben werden, beziehungsweise im Quali, haben aber sozusagen versprochen, dass sie sich über die Saison entwickeln werden und auch das Auto müssen natürlich erstmal kennengelernt werden, obwohl sie schon relativ viel gute Runden gedreht haben auf Oschersleben und Valencia, soweit ich weiß. Also da denke ich, wird noch was kommen.
Ja, da dürfen wir dann also auf den Saisonverlauf gespannt sein. Und jetzt dürfen wir vor allem auf das zweite Rennen gespannt sein, denn wir haben schon ein packendes erstes Rennen gesehen und meistens sind die zweiten Rennen ja gerade aufgrund der umgedrehten Vorzeichen, aufgrund der umgedrehten Startaufstellung der Top 8 nochmal eine ganze Ecke spannender. Also da bin ich wirklich, wirklich mal heiß auf das Rennen. Ja, und auch die Temperaturen haben sich ein wenig entwickelt. 32 Grad Streckentemperatur jetzt also. Nochmal eine ganze Ecke wärmer geworden. Jetzt also stehender Start heißt natürlich im Umkehrschluss Vorteil für die BMW-Piloten. Ja, und mit Tuchel und Gollombeck haben wir gleich zwei Piloten in der ersten Start und Gollombeck wieder von Startplatz 2. Mal schauen, ob es ihn in diesem Rennen mehr Glück bringt als im vorangegangenen. Platz 7 nach G2 im Qualifying. Da wird er enttäuscht sein, nicht zufrieden mit dem Rennverlauf. Auf der 3 dann Schneider, André Böttcher auf der 4. Er hat uns im letzten Jahr einige Raketenstarts gezeigt. Und dann kommt der Scirocco-Zug mit Bräutigam, Schneiderer, Ettig, Schöttner. Ja. Und Roland Mittag wird im Volvo S60 aller Voraussicht nach ja, eher nach hinten gucken müssen beim Start. Ampeln gehen an. Vierte Ampel an. Jetzt sollten die Ampeln gleich ausgehen. Jawohl, so, da geht's los. Und ja, die BMWs preschen vorne weg. Und André Böttcher schnappt sich gleich. Marco Schneider schnappt sich sogar gleich Norman Tuchel, wenn ich es richtig sehe. Und Yep. Tuchel von der Pole Position keinen guten Start erwischt. Ist aber noch nur Ah, noch jetzt auf der schon 3. durchgereicht. Jetzt schon durchgereicht auf die 3, genau. Da wird auch, denke ich, ein Angriff gleich kommen von dem Marco. Der wird sich das, denke ich, nicht so gefallen lassen. Tuchel da, die Linie etwas abdeckt. Nein, aber Schneider spät auf der Bremse. Das sah auch ganz knapp aus. Kann sich jetzt vielleicht innen daneben positionieren, aber dahinter auch schon der erste Avia Indigo. Genau, der Michael, der wird sich Scirocco, wahrscheinlich Michael jetzt versuchen, Bräutigam, genau, der auch sich. schon auf seine Chance wartet und jetzt vielleicht innen reinsticht. Jawohl, Bräutigam innen rein, vorbei an Marco Schneider. Also der alte Haudegen, die kleine Lücke eiskalt genutzt und geht er da auch noch an Tuchel vorbei. Nein, keine Berührung bei Tuchel. Oh, das war wieder eine Oh, gefährliche da hat Situation. ein Ich Auto glaube, gedreht. Das. Wernicke mit Abflug. Michael Schöttler wurde da, glaube ich, aber auch ziemlich weit nach hinten durchgereicht. Schöttler auf der 11, Nicke auf der 15. Aber Wernicke wurde da auf jeden Fall aufs Korn genommen. Wir schalten gleich mal hin. Ettich auf der 5 jetzt auch vorbei. Beziehungsweise noch im Infight mit Marco Schneider, der jetzt die bessere Innenlinie hat und sich aller Voraussicht nach behaupten kann. Ja, er bleibt vor Thomas Ettich. Dahinter dann Marc Fangmann, der einen Bombenstart hatte von Platz 15 war es, wenn mich nicht alles 16. täuscht, vor auf die 7. Lederer Ja. auf der 8 und Dietrich auf der 9. Jetzt schauen wir mal kurz zu Schöttler. Jetzt Gibt auf es der da 12. Kampfspuren am Schirko? Ja, ich glaube, wir mussten ausweichen durch Marcel Wernickes Dreher, wo ich das auch gerade sehe. Der Thomas Kiefer ist schon auf der 10. Der hat also eine bombenerste Runde hingelegt, würde ich mal sagen. Ja, und hier im Mittelfeld richtig runter zur Sache. Hier das Feld fliegen. Und ganz hinten, ja, David Crocker ohne Franz Blitter und Fabian Werner. Also die zwei schon abgeschlagen und Crocker ohne Franz Blitter natürlich chancenlos. Und Ettich jetzt wieder mit der Attacke auf Marco Schneider, aber um wieder zurückstecken. Und Schneider hier wieder ein bisschen außerhalb unterwegs. Und an der Spitze bahnt sich ein Führungswechsel an. Böttcher geht innen rein, geht vorbei an Marius Gollombeck. Und Ja, schnappt sich somit die Führungsposition. genau, ich denke, Dahinter da wird es sehr cool geregelt bei worden sein. Oh, Tuchgaben. und da wird es so eng. Oh, je, Aber Tuchel behält erstmal die Nase vor Bräutigam. Der jetzt allerdings, ja, Bräutigam will natürlich vor. Comeback ein Sieg, es wäre natürlich ein super Einstieg für Michael Bräutigam, aber da muss er jetzt natürlich Druck machen, denn Böttcher vorne entwischen lassen, das würde nicht in den Plan passen, hier den zweiten Lauf eventuell zu gewinnen. So,
dann der Leichabriss zu Marco Schneider und Thomas Ettich, der jetzt auch nicht mehr in voller Schlagdistanz zu Schneider unterwegs ist. Fand auf der 7, Fletterer auf der 8. Fletterer will natürlich auch noch weiter nach vorne. Also an Fangmann auf jeden Fall vorbei, so schnell wie möglich. Hat in Rennen 1 gezeigt, dass er da deutlich schneller unterwegs sein kann. Auf der 9 dann Dieter Richtig, jetzt gegen Marcel Tief verteidigen muss. Tief versucht es außenrum. Das kann ich denke, da kommt Hannes mit dem Ende heraus durch die Aktion. Ja, Hannes auch dran. Und dahinter T ebenfalls dran. Also ich glaube, T jetzt da zu dritt wollen sie jetzt hier durch die... Oh, und das konnte nicht gut gehen. Ja. Eieiei, Dieterich abräumt von T. Ich weiß nicht, wie die Situation zustande kam, ob es da ein leichtes Kreuz, ein leichtes Zucken in der Lenkbewegung gab und deswegen die Berührung stattfand. Aber zu dritt auf die Curva do Lago heißt sie, glaube ich. Genau. Also die Seenkurve. Jedenfalls zu bremsen, also die Kurve ist relativ schnell, wird im dritten Gang gefahren und eigentlich auch nicht so hundertprozentig der optimale Ausbremspunkt. Und zu dritt dann da versuchen reinzufahren, das schon sehr heikel von der Ausgangslage. Ja, da wird sich aber der Hans, dadurch, dass er sich ein bisschen da zurückgehalten hat, natürlich gerade im Auto ein bisschen freuen, dass er nicht mit abgeräumt wurde. Ich glaube, das vorne stabilisiert sich gerade ein bisschen. Der Michael Bräuchiger ja, Respekt, ist zwar Abstand. Schneller, genau. Respekt, Abstand, das hast du richtig gesagt. Böttcher mit der schnellsten Runde und Bräutigam, der hängt immer noch hinter Tuchel und kommt noch nicht vorbei, ja, und wer natürlich profitiert hat von diesem Techtelmechtel zwischen I und Itterich sind Schöttler, der damit kampflos wieder auf die 9 nach vorne kam und auch Wernicke, der ja seinen Wehrsteher da schon relativ gut ausbügeln konnte und sich auf der 10 einfindet. Auch Georg Kiefer auf der 12 weiterhin relativ gut unterwegs. Was macht sein Bruder Thomas Kiefer nur noch auf der 21? Ja, da vermute ich, dass der abgeräumt wurde. Der war nämlich vorhin am Ende der Top 10 angesiedelt. So, und ich glaube, hier wird es gleich zum Überholmanöver angesetzt. Herr Bräutigam absolut ran. Ja, Bräutigam sieht natürlich auch die Fälle davon schlucken. Wenn da André Böttcher vorne alleine fahren kann, dann geht er halt in seinen Renntempo rein, in seinen Takt und fährt halt konstant darum und kann dadurch halt sich schön abwenden. Böttcher muss natürlich auch die Reifen nicht so hundertprozentig rannehmen, dass er, wenn er Gollum weg, dahinter noch als kleinen Puffer hat. Auch Tuchel natürlich. Und kann sich so vielleicht die letzten Prozente für die entscheidende Phase dann Richtung Runde 12 und 13, falls Bräutigam vorbeikommen sollte an Tuchel und Gollum weg, nochmal ranfahren könnte, aufheben, so nochmal was gegenzusetzen. Wenn das sagt, sehr lang ist, das Rennen ist natürlich noch sehr lang, aber wenn das so zu Ende geht, sind es auch die gleichen Sieger von Rennen 2 wie letztes Jahr, also 1 und 2. So, wie sieht's im Kampf Platz 7 aus? Fangt man jetzt stark unter Druck von Lederer? Und der geht da jetzt tatsächlich innen rein. Sehr stark auf der Bremse gewesen. Während starkes Manöver. Also, das war 1A vorgetragen von Hannes Lederer. Sehr, sehr sauber. So muss es sein. Jetzt mal Bräutigam mit der weiten Linie, holt da etwas aus, versucht da eine etwas andere Linie wie Norman Tuchel zu nehmen, um vielleicht irgendwo denn die entscheidende Lücke aufstoßen zu können. Und vielleicht ist es sogar hier. Da wollte, denke ich mal, der Michael jetzt gerade zu viel. Ja, und jetzt geht er trotzdem vorbei, weil Tuchel da irgendwo ein kleines Problem hatte. Ja, er hat nicht richtig rausbeschleunigt, so wie ich das gesehen habe. Und weiß nicht, vielleicht ist da was kaputt gegangen an der Hinterachse, glaube ich nicht.
hat sich vielleicht verschaltet, ich weiß auch nicht. Also er verliert weiter ein bisschen. Auch Marius Golombek hat auf einmal von knapp einer Sekunde 1,8 in der Runde verloren, sozusagen auf André. Ja, und Bräutigam auch schon direkt an Golombek. Also die BMW ist hier mit plötzlichem Leistungslos. Also das war doch jetzt eine kuriose Situation. Ich weiß nicht, also es gab für mich keinen ersichtlichen Grund, warum Norman Tugel da so schlecht aus der Kurve rauskam. Ja, vielleicht dachte er, dass er dem Michael mit zu hart an den Michael rangegangen ist beim Einbremsen, dass er ihn da irgendwie abgedrängt hätte und hat dann als Sportsman sozusagen nochmal dann zum Gast gegangen, aber keine Ahnung. Scheint das Gaspedal auf jeden Fall jetzt wieder gefunden zu haben. Denn jetzt wieder schlagt es zu Michael Bräutigam. Dahinter kommen jetzt auch Marco Schneider und Thomas Ettich ran. Dann die Lücke zu Hannes Pfleder. Ja, und Wernicke auf 9 kämpft da mit Michael Schöttler. War kurzzeitig sogar vorbei am Laufsieger, Lauf 1. Also Wernicke zu Lauf 2 den Rennspeed gefunden. Schöttler kommt auch nicht so zurecht wie in Lauf 1. Also ist auch häufig ein Phänomen, dass man da in den beiden Läufen doch relativ unterschiedlich gut zurecht und klar kommt. Vielleicht sind es die Temperaturen, die sind jetzt natürlich deutlich höher. 35 Grad Strecke, vorhin hatten wir 26 Grad Strecke. Ja, also man sieht auch, dass der André jetzt einfach vorne wegprescht. Also sie hat jetzt die Runde wieder 6 Zehntel den Marius Golombek eingefüllt. Wie nennt man das richtig? Aufgedrückt. Danke. Der Golombek muss sich jetzt nicht auch verteidigen nach hinten. Richtung Bräutigam, Richtung Hupel und vielleicht auch bald Richtung Marco Schneider und Thomas Ettich. Und das bringt an Böttcher natürlich zusätzliche Zehntel. Ja, ich weiß ja nicht, ob das eine Teamtaktik jetzt gerade ist, dass der André sich da vorne absetzen soll und sozusagen seinen Reifen sparen kann für die letzten paar Runden, wo es dann kritisch wird. So, wieder die Entscheidung oder wieder diese Stelle, wo Bräutigam immer etwas später auf der Bremse zu sein scheint und die BMW ist natürlich durch ihren leichten Umweg, den sie da von außen nehmen, auch von außen reingezogen kommen, so ein wenig in die Linie. Dann immer so aussieht, der Tugel drückt, ne? Ja, da war ein bisschen zu viel Gas, ja. Aber er hat den Braten riesen wollen, sag ich mal, innen hineinzustechen. Auf jeden Fall, ich bin auch sehr überrascht von Normans Performance gerade im zweiten Lauf. Er konnte auch selbst Michael Bräutigam im Nacken ordentlich aufholen auf Marius Golombek und während sich da, glaube ich, jetzt vor den beiden das. Ich glaube, Gollum ist da nicht ganz optimal aus der letzten Kurve rausgekommen, aus Dunkau. Ja, jetzt bin ich mal Bräutigam gespannt, ob sie zu weit gehen in der Kurve. Der Bräutigam versucht es außen auf jeden Fall. Ja, außen wird es aber bisher nicht gehen, ich sag mal, wie die anderen Golombek Manöver, die wir sehen konnten. Golombek natürlich auch schon auf der Bremse mit dem BMW, hat auch in der letzten Saison schon einige Spätbremsmanöver gezeigt, wo er komplett quer in die Kurve reinging. Muss sich jetzt aber wieder verteidigen gegen Michael Bräutigam. Ja, also ich denke, das wird hier langsam auch kritisch, weil Michael werden langsam, sag ich mal, die Nerven lang kriegen, weil von hinten kommt natürlich auch Druck. Der Marius, muss man sagen, der Block 1A muss, also hält sich wirklich gut. Und jetzt die Chance für Norman wieder vorbeizugehen. Ja, da dieses Doppelkreuzen von Michael Bräutigam vor der Kurve, das war nicht optimal. Oh. Und jetzt wieder Quersteher von Tuchel. Da war ja, und da kommt Marco vorbei direkt an. Also das wird jetzt hier nochmal richtig eng. Super, super. Und jetzt geht Tuchel wieder rein. Ja, und dieses Mal mit einer leichten Berührung geht er da vorbei. Nein, jetzt hat Bräutigam wieder die bessere Linie. Oh, komplett
komplett nebeneinander durch die Kurve und Bräutigam drückt Tuchel da so ein wenig raus und jetzt gibt's eine Kollision. Oh, zum Glück alle durch die Staubwolke durchgekommen. Also ich habe da schon 4 Autos jetzt in der Leitplanke gesehen. Ich glaube, da hat Thomas Ettich den Marco ein bisschen angeschoben vorm Anbremsen, weil er nochmal rausgefächert ist. So, jetzt müssen wir die Situation noch komplett neu einsortieren. Hannes Fledderer jetzt völlig überraschend auf die 4 nach vorn gekommen. Tuchel nur noch auf der 6, geht jetzt allerdings außenrum an Ettich vorbei. Kann er die Linie hier halten? Hier rein? Jo, ja, perfekt. Das halten. Jetzt die Frage, ob er genügend Schwung mit rausnehmen kann auf die Gegengerade. Und Ettich drückt schon, ja. Ja, aber Marc Hartmann denkt sich da, dass er da auch ein Wörtchen mitrennen möchte, was natürlich jetzt sehr gefährlich wird, wenn da 3 Leute versuchen, durch die Kurve zu kommen. Ja, und der große Verliereraktion auf jeden Fall Marco Schneider, der da auf die 8. Position zurückgereicht wurde durch den leichten Stupser. Ja, das war schon sehr brenzlig, was da gerade letzte... Ja, ich denke mal, die ganze Situation ist entstanden, weil der Norman sich an dem Michael angelehnt hat, so könnte man es in der Fachsprache ja sagen, und dadurch sozusagen die Kette seinen Lauf nahm, ne? Herr Bräutigam hat Tuchel natürlich am Kurvenausgang auch nicht wirklich viel Platz gelassen, also da musste Tuchel fast schon vom Gas gehen, um da nicht in die Botanik gedrängt zu werden. Kam dann ja auch schon ein bisschen weit raus. Ja, und der ganz, ganz große Nutznießer natürlich an der Spitze André Böttcher, der jetzt mit 3,5 Sekunden Vorsprung das Rennen solide anführt und kontrollieren kann. Und Bräutigam wird sich jetzt wieder aufmachen Richtung Golombek, Richtung Marius Golombek und versuchen, zumindest einen der beiden MyFerrari-Piloten noch einzufangen. Ja, da hat er jetzt natürlich auch einen Vorteil, der Michael, der hat jetzt von hinten keinen Druck mehr im Grunde, der ihn nochmal belastet, wo er aufpassen muss beim Überholen von Marius. Natürlich immer definitiv Vorteil, wenn man nicht nach hinten und nach vorne gleichzeitig schauen muss und bei einem Angriff gleich mit Positionsverlust rechnen muss. Oh, ich glaube, da wollte der Thomas Ettich gerade den Bordstein komplett mitnehmen, damit sich das mal nicht rächt. Kann sich vorne behaupten, aber Tuchel drückt jetzt auch bei Fledderer, also Tuchel hier auch im zweiten Rennen einen unglaublichen Speed gefunden. Ja, und zeigt auch enormen Kampfgeist, das finde ich auch sehr super, dass er sich da jetzt durch die Aktion so leicht verloren hat, sich gleich einschüchtern lassen hat und gesagt hat, ich will wieder nach vorne. Super, auf jeden Fall, super Racing auch generell, was gezeigt wird. Definitiv, wieder sehr, sehr spannendes Rennen, wie auch das erste Rennen. Also wieder Action im Feinsten, was hier die VRTCC-Piloten zum Saisonauftakt in Interlagos liefern. Und uiuiui, wieder knappe Situation, also in der Kurve, da kommt es immer wieder zu brenzlichen Fassberührungen, Drehern. Lädt aber auch ein, da nochmal in sein Näschen die Fahrzeugspitze noch ein bisschen reinzuschieben und zu hoffen, dass es doch geht. So, 3 Runden hat der Bräutigam jetzt noch, hat aber immer noch 5/10 Rückstand auf Marius Golombek, da also in der letzten Runde nicht entscheidend aufschließen können. Und Fangmann Ettich geht's auch zur Sache. Fangmann war schon kurzzeitig vorbei. Muss sich jetzt aber eher wieder nach hinten orientieren. Ich bin auch gespannt auf den Marco Schneider, der hat für das Ende eine sehr solide Leistung bis jetzt gezeigt. Natürlich schade, dass er da fast abgedreht wurde, aber ich denke, der wird dann nochmal versuchen, den 7. Platz zu kriegen. Ja, außerhalb der Top dann Wernicke auf der 9, der sich immer noch vor Schöttler hält, sich sogar leicht absetzen konnte von Michael Schöttler. Also da auch ein wiedererstarkter Wernicke im zweiten Lauf. Jetzt vielleicht der Angriff von Schneider, nein.
Ja, der Norman Tuchel und Michael Bräutigam können sich jetzt auch von der Dreiergruppe hinter sich ein bisschen absetzen. Thomas Ettich auch ein ganz kleines Stück. Und da vorne geht es jetzt um die Sache. Ja, Bräutigam jetzt dran. Gibt auch schon mal nicht Tuchel, dafür wird sich Marius Gollumbeck natürlich nicht verunsichern lassen. Der lang geradiert. Na, ich denke mal, Bräutigam, ja, er wird nichts versuchen, wieder deswegen aus. Geht er auf die Außenbahn. Jetzt vielleicht ein wenig setzen und mehr Schwung mit rausnehmen auf die Gegengerade. Das ist der Plan, den Bräutigam hier, glaube ich, gerade verfolgt. Es scheint halt nichts aufzugehen. Also der Abstand reicht auch gleich, um aus dem Windschatten einfach rauszuziehen. Aber die BMW ist auch verdammt schnell auf der Geraden, das muss man sagen. Ja, und man muss auch sagen, Marius macht es hervorragend, wie er die Tür zumacht und sagt zu Michael. So, jetzt gehen sie da too wide durch. Sie versuchen es auf jeden Fall. Ah, wunderbar. Also sensationell, was zwei liefern. Und Gollumbeck behauptet, da innen. Wahnsinnsmanöver. Bräutigam quetscht sich jetzt durch. Sensationelles Manöver. Also, Bräutigam vor die 2, aber die Zeit wird jetzt natürlich nicht mehr reichen, André Böttcher einzufangen. 4 Sekunden der Rückstand. Ja, aber das ist Wagensport, wie wir ihn sehen wollen. Also. Das Manöver von Bräutigam war auch perfekt geplant, muss man einfach sagen. Wer genau wusste, als er außerhalb des Körbs ist, dass er jetzt so komplett innen vorbei bremsen kann, einfach super. Ja, das war ja auch über mehrere Kurven vorgetragen. Das ging ja eigentlich schon nach der Gegengerade los, wo er sich innen daneben setzen konnte, dann ausgangs und dann ja too wide durch diese Doppelrechts durch und dann innen reingezogen. Also perfekt vorgetragen von Bräutigam. Und wie sieht's dahinter aus? Fledderer gegen Tuchel. Also Tuchel hat da immer noch nicht aufgesteckt. Ja, und Ettich gegen Van auch weiter. Der Marc mal beim Thomas kurz angeklopft. Ja, was vielleicht nicht ganz, vielleicht außerdem auch versehen passiert, aber was nicht ganz klug war, weil jetzt hat er wieder ein bisschen eine Lücke, die er sich jetzt zufahren muss in der letzten Runde. Ja, letzte Runde. Er muss natürlich seine Augen nach hinten halten zum Marco Schneider. Ne? Also die letzten Chancen, Platzierungsverbesserungen vorzunehmen. Bräutigam kann sich da jetzt auch leicht absetzen, hat 4 Zehntel Lücke zu Marius Gollumbeck, also der zweite Platz relativ sicher jetzt für Michael Bräutigam mit ein gelungenes Comeback für ihn. Blätterer auf der 4, Tuchel auf der 5, da jetzt auch eine kleine Lücke zwischen den beiden, also Platz 6, 7 und 8, könnte noch was funktionieren. Ja, wird aber schwierig, jetzt zum letzten Mal durch diese ultraschnelle Linkskurve Vollgas rauf, dann den Berg hoch anbremsen. Und also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn der Marco Schneider es versucht, an Marc Fangmann vorbeizugehen. Versucht er auch. Oh, jetzt wir müssen jetzt kurz zu André Böttcher schalten, der hier den Laufsieg im zweiten Lauf einfährt. Wir werden allerdings gleich verfolgen, wie das dahinter ausgeht. Also, Gratulation an André Böttcher. Bräutigam wird Zweiter, Gollumbeck Dritter und ja, Fangmann behält die Position, behält den 7. Platz. Hinter Tuchel, hinter Fledderer erstmal auf der 4, Norman Tuchel auf der 5 und Thomas Ettich auf der 6. Marco Schneider also dann 8. Schöttler auf der 9, hat sich tatsächlich noch an Marcel Wernicke vorbeigeschoben. Der auf der 10 einläuft. Wir haben hier. Ja, Marius Gollumbeck hat das Spiel schon verlassen. Deswegen haben wir hier ein kleines. Ja. Eine Verschiebung im Klassement. Also Wernicke in der Realität auf den. T auf der 11. Adrian Kuss auf der 12. Roland Mittag auf der 13. Auf der 14. Wolfgang Dietrich. Denke ich. Oh, jetzt wolltest du gerade die Position weitermachen, ja? Irgendwie wollte ich jetzt, ja, dachte ich mir, ich mache die Position weiter, aber du wolltest mich gerade was fragen.
Ich wollte gerade sagen, auch im zweiten Rennen wieder spektakuläre Motorsport gesehen, oder? Ja, definitiv. Also ich sitze hier mit leicht angefeuchteten Händen und freue mich, wieder mal für die VRTCC kommentieren zu dürfen. Und solche tollen Bilder sieht man auch nicht allzu Tage, ne? Definitiv. Also, dann machen wir jetzt die Platzierung gleich noch durch. Ja, jetzt wird es natürlich schwierig, wenn die Fahrer hier vorzeitig den Server verlassen. Also schauen wir noch mal kurz das Timing, das jetzt komplett durchgewürfelt ist und also überhaupt keinen Aufschluss mehr liefern wird. Ja, damit haben wir es dann nur bis Platz 13 richtig verfolgt, beziehungsweise Wolfgang Dieterich auf der 14. Genau. Kannst du dich noch an die weiteren Positionen erinnern, Stefan? Ich glaube auf der 15 Adrian Kuss, danach auf der 16 Marcel T, bin mir aber da auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich glaube, ein Kiefer hat da noch reingehört. Irgendwo dazwischen 13 und 15. Ja, auf jeden Fall war es wieder mehr als spannend und ich denke, wir werden gleich auch noch den einen oder anderen Interviewgast bei uns in der Kommentatorenkabine haben, der uns vielleicht etwas Aufklärung bieten kann. Und bis es soweit ist, spielen wir noch einmal den Trailer und sind dann gleich mit einigen Interviewgästen zurück. Bis gleich. Ja, Ja, Danny, Stefan. währenddessen Benjamin sozusagen gerade auf der Suche ist, im Fahrerlager für Gesprächsstoff zu sorgen, dein Fazit von den ersten beiden Läufen? Ja, also mich hat generell diese Fairness doch in den Zweikämpfen überrascht. Normalerweise ist ja in jeder Rennserie so, ja, Saisonanfang, jetzt zeige ich mal so, wer ich bin. Mentalität, aber es wurde extrem fair gekämpft. Nun gut, im zweiten Rennen gab es da einen Dreher, den wir nicht ganz mitgesehen haben. Aber ansonsten war das Niveau fahrerisch auch extrem hoch, muss ich sagen. Sowas habe ich schon sehr selten erst gesehen, muss ich sagen. Besonders auch im Qualifying, da die drei, vier Fahrer in einer Zehntel, sogar in ein paar Hundertstel. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht von dem heutigen Abend. Ja, und wenn ich mich recht entsinne, dein Tipp ist im ersten Rennen auch ziemlich gleich aufgegangen, ne? War das nicht so? Ja, da hat ja der Schöttler gewonnen und mein zweiter, so, den habe ich ja nicht geäußert, aber ich dachte, es ist der Golombek gewinnt. Naja, es ist halt der Böttcher gewonnen. Der hat aber im Übrigen im zweiten Rennen vom letzten Jahr auch gewonnen. Ja, also ich bin auch ziemlich überrascht über das Durcheinander und dachte, dass eigentlich einige Favoriten, die in der letzten Saison doch brilliert haben, diesmal nicht so überzeugt haben. Zum Beispiel mein Tipp, der Marc Fangmann, tut mir auch leider leid, was da in der ersten Runde, im ersten Lauf geschehen war, kann man natürlich auch nicht nachvollziehen, aber ich denke mal, er wird bestimmt irgendwann in der einen oder anderen Minute mir bestimmt mitteilen, was da vorgefallen ist, um dass man sich da ein Bild machen konnte, und er halt nicht seine Favoritenrolle so unter anderem die geheime nachvollziehen konnte.
Ja, und jetzt sind wir wieder da, beziehungsweise ich bin wieder da. Danny und Stefan waren ja die ganze Zeit noch da und habe an meiner Seite vier kompetente Leute, die heute über das Rennen zu berichten wissen, nämlich zum einen den Laufsieger aus Lauf 2, André Böttcher, dann den Laufsieger aus Lauf 1, Michael Schöttler, den Rückkehrer Michael Bräutigam und Thomas Ettich, der dieses Jahr im neuen Gewand unterwegs ist. Fangen wir doch vielleicht gleich mal mit dem Laufsieger Lauf 1 an, Michael Schöttler. Also, Pole Position, dann Laufsieg, aber zum Ende hin wurde es doch nochmal richtig eng. Also, Thomas Ettich hat uns da doch stark überrascht, dass er die 2-Sekunden-Lücke wieder zufahren konnte. Dann wurde es in der vorletzten Runde richtig knapp. Hast du denn damit gerechnet, dass Thomas tatsächlich nochmal rankommt, nachdem die Lücke schon offen war? Ja, Abend erstmal zusammen. Ja, mir war es eigentlich schon klar, dass er früher oder später dran sein wird, weil ich wusste, dass ich eigentlich über die Distanz wenig Chancen haben werde. Quali-Runde war eigentlich auch eher Glück, sage ich mal, verbunden mit Windschatten. Und ja, ich hatte halt Glück, dass ich am Anfang vom Rennen mich gut absetzen konnte, weil der BMW hinter mir ziemlich langsam war am Anfang. Ja, dann habe ich halt einfach geguckt, so viel zu pushen, wie es geht und halt irgendwie den Vorsprung rüber zu retten. Wird halt dann, ja, sehr eng zum Schluss, sag ich mal. Hatten deine Reifen da vielleicht mit die Schuld getragen, dass es da zum Ende noch mal eng wurde? Also gefühlt hatte ich vorne keine mehr, ja. Also es war schon so, dass ich halt, ja, ich sag mal so ab Runde 6, Runde 7 sehr stark zu kämpfen hatte mit den Vorderreifen. Okay. Ja, dann hat es trotzdem ja noch einen Sieg gereicht. In Runde 12 war es kurz sehr, sehr eng. Das haben wir leider nicht im Stream gesehen. Gab es da eine kleine Berührung oder wie kam es, dass Thomas da wieder bis auf eine Sekunde zurückgefallen ist? Ja, ich kann es nur aus meiner Sicht sehen. Ich komme ziemlich schlecht aus der ersten Schikane raus und fahre dann für die, was sind das, Kurve 3, glaube ich, Kurve 4, bremse ich halt innen an, Thomas außen neben mir und für meine Begriffe verbremst er sich halt. Ich weiß nicht, ob wir uns berührt haben, ob ich ihm zu wenig Platz gelassen habe oder so. Also aus meiner Sicht hat er halt dann einen Fahrfehler gemacht und dadurch war halt dann wieder der Vorsprung auf 1 Sekunde angewachsen. Ja, vielleicht ganz kurz die Antwort von Thomas. Ja, also Fahrfehler von mir war es eigentlich nicht. Ich wollte zuerst innen vorbei, aber dann hat er innen zugemacht. Dann bin ich nach außen, aber dann war da auch außen so. Eigentlich war er in der Mitte, aber da war außen nicht mehr genug Platz, um neben ihn zu fahren. Und dann musste ich ganz hart bremsen, um ihm nicht hinten drauf zu fahren. Und deswegen beim Ausweichversuch bin ich dann leicht zurückgefallen. Aber es war jetzt kein Fahrfehler in dem Sinne. Da war einfach kein Platz. Okay, wenn es so ist, Alles. dann tut es mir leid. Dann Ja, sollte das nicht unglückliche so sein. Situation dann in der finalen Phase. Gut, dann kommen wir noch kurz zu Lauf 2, da dann irgendwann, ich glaube schon in Runde 1, ein bisschen im Kuddelmuddel geblieben und dann schlussendlich Platz 9. Wie zufrieden bist du denn mit dem Gesamtergebnis Platz 1 und Platz 9? Ja, Platz 1 natürlich überragend. Das habe ich auch so nicht erwartet. Ich dachte eher, dass ich so Lauf 1 Richtung Platz 4, Platz 5 reinkomme. Dass ich stehenden Start nicht kann, wusste ich vorher. Dementsprechend bin ich ja halt auch ein bisschen zurückgefallen. Ja, und dann hing ich halt im Mittelfeld einfach fest und konnte halt dann meinen Speed, den ich halt in den ersten Runden habe, überhaupt nicht umsetzen. Dann hatte ich irgendwann halt wieder deutliche Reifenprobleme und ja, war halt froh, dass ich Platz 9 noch ins Ziel bringen konnte. Es ging halt eigentlich vom Rennverlauf her, hätte es eigentlich auch Richtung Platz 11, Platz 12 gehen können. Nehmen wir so alles in allem. Wie gesagt, Rennen 1 überragend, Rennen 2 okay. Ich bin zufrieden. Ja, dann Gratulationen von unserer Seite zum Sieg natürlich und zur guten Ausgangsposition jetzt erstmal in beiden Meisterschaften und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Jo, Dankeschön. So, André, dann schilder uns mal, wie du dein erstes Rennen gesehen hast. Ja, einen Abend zusammen erstmal. Ja, das erste Rennen war jetzt nicht so prickelnd. Ich bin weit hinten gestartet für ja das, was möglich gewesen wäre im Qualifying.
Kommt nicht am Start, aber aus allem raushalten erstmal. Und nachdem dann die Scirocco-Meute bei Marius ein wenig hergefahren war, konnte ich da ein, zwei Plätze gut machen. Hab dann Hannes und Michael hinter mir gehabt und hab leider beide nicht wirklich halten können. Hannes, der kam recht schnell wieder vorbei, kam dann aber nicht richtig weg. Und als ich dann versucht habe, Hannes mal zu überholen, kam dann Michael noch vorbei. Und am Ende war es, glaube ich, Platz 5. Gute Ausgangslage fürs zweite Rennen und von daher war es in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Wie, schilder doch bitte mal, wie es so war. Also ich hatte den Eindruck im Stream, dass eure Hinterreifen am Ende extrem nachgelassen habt. Also ihr konntet sehr konstant guten Speed am Anfang immer fahren. Bloß zum Ende hat man sehr viele Drifts gesehen, auch das Heck ist mal ausgebrochen beim Anbremsen. War das so oder war es einfach auch generell zu warm? Das ging eigentlich, also es war jetzt nicht übermäßig schlimm. Es sah vielleicht wilder aus im Stream, als es letzten Endes war. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass die Frontkratzer am Ende des Rennens mehr nachgelassen haben als die BMWs. Ja, also ich hatte nicht wirklich Probleme. Es war im zweiten Rennen auch wesentlich angenehmer zu fahren. Das liegt einfach daran, dass beim ersten Rennen meistens mehr fightet ein wenig. Und ja, das ist zumindest mein Gefühl gewesen so. Ja, generell gute Überleitung, danke dir fürs zweite Rennen. Ja, zweite Rennen war relativ unspektakulär für dich, ne? Du bist einfach, sag ich mal, hast die Chance genutzt, bist ab nach vorne und hast dir locker den Sieg eingefahren, wie letztes Jahr im zweiten Rennen auch schon. Ja, der Start lief ganz gut, bin direkt auf 2 vor nach Kurve 1 und ja, Maris war halt vor mir, der hat dann Ende der ersten Runde einen kleinen Fehler gemacht in der letzten Kurve, weswegen ich erst richtig nah dran kam und dann kam er etwas schlechter auch durch Kurve 1, weswegen ich dann mich daneben setzen konnte und ihn überholen konnte. Und ja, konnte mich dann leicht absetzen von Maris, der konnte leider nicht ganz folgen, hatte gehofft, dass er mitziehen kann, sodass ja, er nicht so viel, schnell Besuch von hinten bekommt und ja, kam dann aber schnell in Zweikämpfe rein, glaube ich, deswegen es dann für mich umso leichter war, wegzuziehen. Super, danke dir. Auf jeden Fall vielen Dank für die schöne Show, die du geboten hast. Und schon ein kleiner Ausblick fürs nächste Rennen? Ja, mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilos ich ins Auto bekomme fürs nächste Rennen. Der BMW läuft aber meistens ziemlich gut in Imola. Deswegen hoffe ich mal, dass das einigermaßen okay wird in Imola. Und dann mal schauen, ja, was wirklich passiert auf der Strecke dort. Ja, wir kommen zum, danke erstmal an André, zum nächsten Protagonisten der Top-Leute hier in der VRTCC. Und zwar zum Thomas Ettich, vorige Saison in RS Motorsport, jetzt mit seinem eigenen Teamnamen. Lieber Thomas, kannst du uns diesen mal aussprechen, weil wir unter uns drei Kollegen hier gefragt haben, wie man den denn nun richtig ausspricht? Ja klar, das habe ich mir schon gedacht, dass das ein Problem darstellen würde. Also es heißt Nagybalfas. So, und jetzt nochmal in langsam bitte. Nagybalfas. Ah, okay. Dein Qualifying sah ja zum Anfang ganz gut aus, wo du da die Bestmarke gesetzt hast. Leider wurde die nochmal von Michael Schöttler ja übertroffen. Das erste Rennen sah recht gut von dir aus, konntest auch längere Zeit dranbleiben. Wie schilderst du dein erstes Rennen? Das erste Rennen war sehr gut. Also im Qualifying war ich eigentlich überrascht, dass ich mit der Zeit sogar auf 3 gewesen bin. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte schneller fahren können. Also ich hätte auch eine 39,4 oder im besten Fall sogar eine 39,3 fahren können. Aber keine Ahnung, am Anfang des Qualifyings lief es nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da hatte ich erstmal nur eine 40,0 und dann muss man sich erstmal wieder fangen. Aber von daher war Platz 3 eigentlich okay. Und nachdem ich dann im Rennen an Marius vorbeifahren konnte, was mich sehr gefreut hat natürlich, weil es nicht ganz einfach war, danach konnte ich tatsächlich die Lücke zufahren und ich habe auch gehofft, dass ich die Lücke zufahren kann. Aber das Problem war halt, wie eigentlich die ganze Zeit hier in Interlagos, wenn der Vordermann keinen gröberen Fehler macht, dann ist es wahnsinnig schwer vorbeizukommen, ohne dass man ihn leicht von der Linie drückt. Und die einzige Chance, die ich hatte, war die beschriebene und da hatte ich dann
einfach keinen Platz. Ich habe mich dann auch wahrscheinlich falsch, von vornherein falsch orientiert. Hätte ich mich von vornherein außen orientiert, dann wäre es vielleicht besser gegangen. Aber gut, eine Chance hatte ich, die habe ich leider nicht nutzen können. Von daher war Platz 2 das Ideale, was rauskommen konnte. Und von der Pace her war es eigentlich optimal. Also besser hätte es vom Wagen her auch nicht laufen können. Okay. Im Lauf 2 war viel Kuddelmuddel am Anfang zu sehen. Lief zwar alles sauber, aber irgendwie ist es dann so weit gekommen, dass du unheimlich zu kämpfen hattest, also aus meiner Sicht zumindest, sodass du zum Ende hin noch unter Bedrängnis von Mark Fangmann gekommen bist. Gab es da auch irgendwie, also zu sehen, bildlich gab es irgendwie einen Kontakt, aber ich denke mal, der hatte wahrscheinlich keine größeren Auswirkungen, oder? Ja, es gab mehrere Kontakte. Also einmal muss ich mich entschuldigen bei Marco Schneider, den ich einmal berührt hatte in der letzten Kurve, da wo Michael Bräutigam an Tuchel vorbei ist. Da hat er Tuchel ein bisschen von der Linie gedrängt, zwangsläufig, weil da keine zwei Fahrzeuge durchpassen durch die vorletzte Kurve, durch die links. Und als Norman dann wieder zurückkam auf die Strecke, da habe ich mich neben ihn gesetzt und versucht, innen zu bleiben, aber der vor uns liegende Marco war dann doch ein bisschen zu nah und den habe ich dann leicht touchiert. Das tut mir sehr leid. Das war der erste Kontakt und danach gab es dann noch ein paar beinahe Kontakte mit Norman, als er dann wiederum versucht hat, an Hannes vorbeizugehen. Und das hat mich dann auch in die Position gebracht, weil ich dann immer lupfen musste. Ansonsten wäre ich den Norman hinten drauf gefahren und dadurch konnte dann wiederum der Hintermann, also mein Hintermann, mit Schwung aufholen und ich musste mich verteidigen. Also das war echt schwierig, weil die beiden vor mir dann immer mal wieder so einen leichten Kontakt hatten und ich dann nie davon profitieren konnte. Im Gegenteil, ich musste dann immer auch noch vom Gas gehen und dadurch selber in Bedrängnis geraten. Okay. Wie siehst du deine Chancen für Emilor am 4.3.? Also das Gute am zweiten Lauf ist für Imola, dass ich jetzt nicht ganz so gut war, wie ich eigentlich von der Pacer hätte das Rennen beenden können, was wiederum weniger Gewicht bedeutet normalerweise. Also von daher hat der zweite Lauf, der jetzt nicht so optimal war, das Gute für mich, dass ich in Imola wahrscheinlich ein bisschen mehr Chancen haben werde, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, Dritter geworden wäre oder sowas im zweiten Lauf. Also ich denke, dass es vielleicht mit den Zusatzgewichten so im besten Fall unter die besten 5 die beiden Leute zusammengenommen reichen könnte, aber da müsste schon alles gut laufen. Okay, dann danke ich dir und wir sehen uns dann in 2 Wochen. Jo, gerne. Ja, und wir machen weiter mit dem Rückkehrer. Michael Bräutigam also wieder mit dabei in der VRTCC. Und ja, zum Anfang mal kurz die Frage, wie fühlt sich's denn an, wieder mit dabei zu sein? Naja, ich hatte Spaß, also ich glaube, das hat man auch heute gesehen. Also Ja, fühlt's gut an. definitiv hat man das gesehen. Also da ging es ja wild zur Sache, vor allem in Rennen 2 dann. Ja, schilder doch einfach mal die beiden Rennen aus deiner Sicht kurz. Ja gut, die beiden Rennen wären wahrscheinlich anders gelaufen, wenn ich im Quali meine Runde zusammengekriegt hätte. Ich habe halt den Fehler gemacht, im zweiten freien Training noch ein Regensetup auszuprobieren und kam dann irgendwie mit dem vielen Grip im Quali nicht so richtig klar. Deswegen nur Platz 4. Ja, im ersten Lauf war es eigentlich auch okay. Hab dann den Marius leider einmal angeschubst. Hab mich aber dafür schon entschuldigt und kommt nicht wieder vor, hoffe ich. Ja, dann halt am Ende auf Platz 4, glaube ich. Schöner Scirocco-Vierfachsieg. Und im zweiten Lauf super Start gehabt. Also ich bin fast gleich weggekommen wie die Hecktriebler. Hab mich dann so nach und nach vorkämpfen dürfen, wie auch immer. Also es hat echt Spaß gemacht. Vor allem Marius war dann halt wieder die harte Nuss. Und ja, ich war auch heilfroh, wo ich dann an ihm vorbei war. Ja, da gab es ja auch in Lauf 2 einen sehr, sehr schönen Fight mit Norman Kull, der da teilweise weit über mehrere Kurven ging. Das Überholmanöver dann am Schluss, ja, mit kleiner Berührung, aber ich denke, beziehungsweise war aus deiner Sicht da alles noch im grünen Rahmen. Also ich bin überrascht, dass Thomas jetzt irgendwie beschrieben hat, dass ich den Norman da rausgedrückt habe. Ich dachte eigentlich, ich wäre schon
quasi. Also ich hätte keine Überlappung mit ihm. Deswegen, ja, sorry an Norman, falls ich dich da doch ausgedrückt habe. Ja, war halt spannend, weil er kann ein bisschen später bremsen, aber ich weiß, dass er eigentlich auch keine Dummheiten macht. Von daher war das auch mehr Spaß als jetzt irgendwie mühsame Arbeit. Ja, dann vielleicht noch ein Ausblick auf die Saison. Ihr seid ja, ja angetreten, denke ich mal, um den Titel zu holen. Darf man von so hohen Zielen sprechen? Ja, klar. Also wir sind ja nicht zum Spaß hier. Also klar auch. Ist ja alles unser aller Hobby hier. Aber ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen erfolgreich sein und die My3ID-Jungs so ein bisschen ärgern. Kommt halt Also volle Imola. Attacken nach vorne. Kommt, genau. Jetzt kommt halt Imola. Da werde ich mich ein bisschen zurückhalten müssen, glaube ich, weil das ist so eine Strecke, wo ich noch nie ansatzweise gut war. Aber ja, die Saison ist ja lang. Es kommen auch noch so ein paar, so zwei, drei Paradestrecken von mir, die ich halt sehr, sehr gern fahre, wo ich mir dann auch mehr ausrechne. Und ich denke, über die Saison gesehen wird es einfach mega spannend und ich freue mich. Ja, wir freuen uns definitiv auch und können, glaube ich, nach den zwei super spannenden Rennen und sehr, sehr fairen Rennen auch, nur sagen, dass wir uns wiedersehen in 2 Wochen dann, wenn es nach Imola geht. Stefan und Danny, habt ihr noch Abschluss einige Worte an die Zuschauer? Also ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, würde mich freuen, in 2 Wochen wieder dabei sein zu können und hoffen, dass die Leute wieder einschalten. Ansonsten sage ich bis dahin, tschüssi, bis in 2 Wochen. Ja, dem kann man eigentlich nur folgen. Ich glaube, die Saison, das Rennen hier hat Lust gemacht auf mehr. Nochmal ein großes Kompliment an alle Fahrer. Es war ein super Rennen. Auch generell ein großes Danke, was auch, glaube ich, sehr oft unterschätzt wird, an die ganze VR, was die überhaupt so alles auf die Beine stellt. Ohne, sage ich mal, VR hätten wir auch diese Plattform hier nicht. Ich danke euch, dass ich hier als Kommentator Gast sein durfte und verabschiede mich dann bis in 2 Wochen dann vielleicht wieder als Zuschauer, ich weiß ja nicht. Also, bis in 2 Wochen. Ciao und bye bye.